Hallo Maus, herzlich willkommen auf Kimmis Kinderkanal. Bleib schön dran, weil ich habe eine tolle Sandgeschichte für dich. Viel Spaß! Es waren einmal drei kleine Häschen und jedes dieser Häschen wusste genau, was es später mal werden wollte. Das erste sagte, ich möchte mal genauso stark sein wie der Papa und für meine Familie sorgen können. Das zweite Häschen sagte, ich möchte genauso toll sein wie die Mama und ganz viel Liebe für meine Kinder haben. Aber das dritte Häschen sagte leise, ich möchte ein Osterhase werden. Die Geschwisterchen lachten es aus. Aber das kleine Häschen ließ sich nicht davon abbringen und fragte erstmal den Papa. Papa, was muss ich machen, damit ich ein Osterhase werden kann? Und der Papa sagte, du musst schnell sein wie der Wind, weil zu Ostern alle Kinder Ausschau halten nach dem Osterhasen. Der Kleine überlegte, das sollte ich hinbekommen. Aber Papa war noch nicht fertig, das ist längst noch nicht alles. Der Kleine wurde neugierig. Was muss ich denn noch können, um ein Osterhase zu werden? Als Osterhase musst du auch noch gut malen können. Das heißt, es gibt ganz viele Eier, die von dir bemalt werden wollen. Der Kleine sagte, das bekomme ich auf jeden Fall hin. Malen tue ich sowieso gerne. Und der Vater gab ihm recht. Ja, mein Kleiner, du bist wirklich kreativ. Ein kreativer Hase. Aber das, mein Kleiner, ist immer noch nicht alles. Es gibt noch was ganz Wichtiges, Entscheidendes, was du können musst. Nun hielt es der kleine Hase fast gar nicht mehr aus. Was ist es denn, Papa? Sag's mir. Tja, als Osterhase musst du auch noch gute Verstecke finden. Die dürfen nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach sein, damit jedes Kind Freude an Ostern hat. Und der Kleine überlegte kurz und dachte, ja, ich werde mal Osterhase. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und wer weiß, vielleicht ist dieses Ostern ja sogar das erste Ostern, wo der kleine Hase doch tatsächlich ein Osterhase geworden ist. Gute Nacht, schlaf schön.